erschaffen. Bitte schön. Ich wollte fragen, wenn man jetzt vorbietet, zum Beispiel zu Hause, da muss man ja die Regeln kennen, zum Beispiel, wenn man Fehler macht, wie man das macht. Ich wollte einmal fragen, wie ist das, wenn man jetzt ein Gebet steht und man macht am Anfang oder am Ende ein Fehler, wie wird das eingeteilt? Okay, der Bruder sagt, wenn man vorbetet, sollte man ja auch die Regeln des Gebets kennen, das ist richtig. Es gibt Leute, die haben vielleicht eine schöne Stimme und kann vielleicht etwas vom Koran lesen, aber er kennt die Ahkam nicht. Das heißt, er kennt die Regeln nicht. Wenn er jetzt einen Fehler macht im Gebet, dann macht er Katastrophen. Und das geht nicht. Man sollte die Regeln des Gebetes lernen. So, wie korrigiert man? Das hängt davon ab, was hat man falsch gemacht. Es gibt drei Sachen. Es gibt eine Säule, es gibt eine Pflicht und es gibt was? Eine Sunna. Die Sunna ist problemlos. Wenn man eine Sunna unterlässt, muss man dafür etwas machen? Ja oder nein? Gar nichts. Das Problem haben wir vom Tisch. Zum Beispiel, du vergisst, nachdem du hochgekommen bist von der Verbeugung, dass du die Hände hebst. Kein Problem. Okay? Das ist eine Sunna. So. Aber jetzt hast du eine Pflicht vergessen. Was ist eine Pflicht im Gebet zum Beispiel? Na? Takbir. Allah yahdik. Allah yahdik. Na. Salam. Salam. Bin ich verpflichtet, hierher zu kommen, Abdelhaq, oder kann ich mir eine andere Moschee suchen? Weil ich sehe immer die Brüder, die reden über große Themen, so richtig große Themen. So Ijtihad. Ijtihad. Takfir. Allah al-Mustan. Na. Mit deinem Vater werde ich heute reden, inshallah. Bitte schön. Bitte? Eine Rache. Allah, es wird immer schlimmer. Na, bitte rette das. Bitte? Takbir? Das Bild. Aywa. Dass du zum Beispiel im Gebet die verschiedenen Azkar machst. Okay? Zum Beispiel einer sagt, Sami Allahu liman hamida. Oder? Richtig. Das alles ist eine Pflicht. Wenn du diese Pflicht unterlässt im Gebet, dann brauchst du am Ende nur was zu machen? Die Vergesslichkeitsniederwerfung. Sujud al-Sahw. Du wirfst dich zweimal nieder, beendest und die Sache ist bereinigt. Jetzt kommt aber das Größte, die Säule. Das ist alles, was wir alle aufgezählt haben. Ja? Alles, was wir aufgezählt haben. Das ist Säule. Ich glaube, wir haben fast alle Säulen durch. Ja? Manche sagen 13. Wir sagen fast. Dieses, Achil Karim, kannst du nicht einfach so korrigieren mit Sujud al-Sahw, sondern eine Person zum Beispiel hat die Al-Fatiha vergessen zu lesen. Dann kannst du das nicht korrigieren zum Schluss mit Sujud al-Sahw, sondern diese Rak'a muss komplett wiederholt werden. Okay? Und wenn man diese Rak'a wiederholt hat, das gilt, ob du Fatiha vergessen hast, ob du den Ruku'a vergessen hast, die Verbeugung, ob du ein Sujud vergessen hast, die Niederwerfung. Wenn du eines dieser Säulen nicht verrichtet hast, dann musst du diese Rak'a nachholen. Das heißt, wenn du in der vierten Rak'a bist, ist es deine dritte Rak'a und du musst noch eine beten. Und zum Schluss machst du Sujud al-Sahw und die Sache ist gegessen. Das ist alles. Wa fika barakallah. Bitteschön.